Hast du jetzt ausgeschalten oder wie? Ja, kurz Neustart, weil ich habe jetzt läuft er wieder. Tatsache. Danke, Rollmops, und es läuft auch schon besser. Es ist also tatsächlich so, dass mein OBS Minecraft lieber über die CPU rechnet, die immer noch sich langweilt, aber jetzt anstatt bei 1,7 bei 18% ist, anstatt über die Grafikkarte. Also, nein, jetzt haben wir wieder 3 FPS. Okay, daran lag es auch nicht. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Im schlimmsten Fall den Server immer neu starten, denn bei mir springt es auch immer um 20 FPS hin und her. Auch wenn es bei mir nicht tiefer als 20 geht. Im Moment. Also wären die Probleme vorher schon gewesen, hätte ich den Stream verschoben. Deswegen entschuldige ich das jetzt, aber irgendwas mag er gerade absolut gar nicht. Und ich weiß nicht was, ich verstehe es nicht. Ich werde einmal disconnecten und den Server neu starten. Gehst du auch schon drunter, bitte? Also, kurze Streampause. War euer Wochenende bisher? Woche, Woche. Seid ihr gut in die Woche gekommen? Habt ihr frei gehabt? Musstet ihr arbeiten? Jetzt haben wir bestimmt ein bisschen Zeit zum Labern, bis der Server gestoppt und wieder gestartet ist. Zum Kotzen, so schlimm. Arbeiten, ja, Rollmops, das hast du gestern schon gesagt. Auch zum Kotzen, okay. Der Server startet wieder. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Mehr arbeiten als sonst. Ja, das ist manchmal ist es so. Kommt natürlich auch drauf an, was man macht. Aber an manchen, wenn man Kundenkontakt hat, da kann man halt viel Pech haben, weil viele denken, ja gut, dann musst du ja Zeit haben. Oder weil Leute dann privat Zeit haben, um dann bei einer Hotline oder sowas anzurufen. Ist dann plötzlich mehr los als normal. Gesagt, bis gerade eben ging's und warum auch immer es gerade angebrochen ist, ich verstehe es nicht. Würde ja kurz sagen, ich habe heute Morgen ein ganzes Gebirge kopiert und wieder eingefügt, aber daran kannst du nicht liegen, weil erst nicht erst ab jetzt. Eben, dann wäre es nicht erst ab jetzt. Ich habe die ganze Woche frei. War heute in der Stadt, war ein Fehler. Ich hätte einen Schützenpanzer nehmen sollen. Die Leute haben wieder eingekauft, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Ja, ich habe auch lange überlegt. Donnerstag, Freitag ist dann im Büro. Ich hab keinen Kundenkontakt, also keinen direkten. Zumindest nicht mit Privatkunden. Sodass die in der Regel die Woche auch nichts zu tun haben und mich deswegen nicht nerven könnten, dass ich dann ein bisschen sozusagen Zeugs abarbeite, aber gesagt, nee, nee, nee. Ganze Woche nehmen und gut ist. Vor allem, da wir ja morgen und übermorgen Feiertag haben. Genau, ab Donnerstag gibt es ja nichts mehr zu kaufen. Ja.
Und wenn ich so gehört habe, ist das ja nicht nur bei uns so, wo es immerhin zwei Feiertage sind, sondern auch in anderen Bundesländern, wo es ja nur einen Feiertag gibt, dass das totale Chaos ist. Was ist diese Tracking-API eigentlich? Keine Ahnung. Braucht kein Mensch. Dein Server startet nicht mehr. Er startet gerade noch. Euch haben sie das ganze Brot leer gekauft, ja. Stimmt, Rollmops, das ist jedes Mal so. Ja. Man sollte es eigentlich kennen, aber man wundert sich immer wieder. Bei manchen Dingen verstehe ich, dass es dann einen Andrang gibt, wenn es zum Beispiel um Feiertagskarpfen geht, dass die Leute den natürlich frisch kaufen wollen, dass es dann beim Weiher oder beim Fischhändler auch mit Vorbestellung, wo du ja im Prinzip dann vorbestellen musst, dass du überhaupt noch was bekommst, dass es an dem Tag dann ein Gedränge gibt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Weil den möchtest du frisch kaufen, da kauft jeder einen Fisch, dann gibt es da ein Gedränge. Aber so die 0815-Dinge. Ansonsten geht mir auch sonst samstags einkaufen, hat dann für den Rest der Woche in der Regel alles und gut ist. Aber nein. Noch nicht oben, warum? Jetzt. Was zum Teufel hast du auf dem Kopf? Wie meinst du das? Ja, hast du irgendwie einen Helm auf oder so? Nein. Dafür muss ich einen Screenshot machen, das glaubt mir kein Schwein. Guck mich mal an. Zur Hölle. Was? Warte, Das kriegst du Moment. nachher zu sehen. So. Ja, das sind wir wieder. 16 Auf FPS, 17, dem ja. Campus Ja. 70. Was ist denn jetzt los? Hat sich bei dir beruhigt? Lass uns schnell laufen, bevor es wieder einbricht. Gut, dann gehen wir mal rein. Heute sind auf beiden Seiten des Platzes natürlich baugleich. Erstmal mit einem riesengroßen Kamin. Die Bäume, die stehen absichtlich hier drin, weil ich wollte den Rahmen so ein bisschen auflockern und habe halt so künstliche Beete angelegt. Von daher. Dann kommt man halt hier hoch in die eigentliche Halle. Da hat man hier zum einen in der Ecke so ein paar Sitzgelegenheiten, wo die angehenden Schüler und Studenten und hast du nicht gesehen, selbst lernen können. Wer auch immer sowas macht. Hallo Akon. Akona, Dann Entschuldigung, ist. überlesen. Hallo. Dann ist hier, was man schon von außen gesehen hat, dieser Halbturm mit dem Malkurs. Hier oben sieht man noch so eine Galerie. Die habe ich halt einfach gemacht, dass der Raum ein bisschen gefüllt ist. Genauso wie der Wimpel da, der hirnerheißes Farben trägt. Jo, orange, blau, orange, so wie es Wie gehört. alles auf dem Server. Ja, habe ich halt gemacht, dass der Raum so ein bisschen gefüllt ist und nicht so eine große leere Halle ist. So, dann sind wir jetzt hier beim Malkurs.
Da hat man hier unten so einen kleinen Eingangsbereich mit ein paar Sitzgelegenheiten. Kaffee. Akona, willkommen im Stream. Gekse Barriere abgeben, Milch gibt's links. Danke für dein Follow. Hui. Dann hat man auch hier wieder in so einem Halbkreis so treppenförmig angeordnete Sitzgelegenheiten. Hier ist noch ein Stillleben von letztes Mal. Weiß nicht, was Stillleben. heute. Wird heute gelehrt. Heute ist Montag. Montag, Stillleben. Dienstags findet kein Kurs statt. Mittwochs Landschaften, Donnerstag Akt, Freitags Tic-Tac-Toe. So, hier rechts geht's dann hoch in dem Treppenhaus auf diese Galerie. Da sind so ein paar Bücherregale und so X. Blümchen. Deckenkonstruktion ist vielleicht auch ganz interessant. Gerade bei solchen großen Gebäuden und Hallen kann man die auch etwas aufwendiger gestalten. Für Leute, die große Gebäude bauen und sich immer wundern, wenn sie fertig sind, irgendwas fehlt noch. Wahrscheinlich sind es Deckenbalken. Rollmops als Akt oder als Schüler? Ja, das war's dazu. Gehen wir wieder runter. Als Akt Ja, das natürlich, Leben. ne? Und Ria kommt dann als Lehrerin. Wieder durch die Eingangshalle kommt man hier dann in so einen Flur zu den ersten Klassenräumen, nenne ich es mal. In dem Fall Pflanzenkunde. Pflanzenkunde, was zum Rauchen. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ja, rechts an der Wand, das sollen natürlich Kleiderhaken sein, ne? Also so viel Minecraft-Fantasie sollte jeder besitzen. Ja, ich habe es so gemacht, dass pro Raum immer irgendein bestimmtes Thema ist und habe mich auch bemüht, den dementsprechend einzurichten. Deswegen hängt halt hier so ein bisschen Gewächs von der Decke runter. Der blaue und der rote Pilz sind Pilze mit farbigem Hut. Ja, wieder jede Menge lustige Sprüche. Löwenzahntee ist gut gegen Hirnfrost. Echt? Okay. Probiere ein Kraut, um herauszufinden, ob es giftig ist. Genau, der richtige Tipp. Alles ausprobieren, dann sieh schon, ob man es essen kann oder nicht. Bei Durchfall zweimal täglich 4 Löffel Pilzpuder. Naja, kommt wahrscheinlich auf den Pilz drauf an. Ja, ansonsten siehst du den flotten Auto in der Realität rumlaufen wahrscheinlich. Hier. Baumharz aus der Tanne heilt Wunden von kleiner Größe. Ja, weil es halt zupappt. Dein Daumen grün anlaufen, bis du vergiftet wird. Das steht da drüber Ach gar nicht so, ach so. so, ach so. Jetzt Weizenfelder immer dann abernten, wenn sie saftig sind. Der grüne Daumen ist nicht wörtlich gemeint, sollte dein Daumen grün anlaufen, bist du vergiftet. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Okay, jetzt. Ja, auch hier wieder im Uni-Style diese treppenförmigen Sitzgelegenheiten. Gut, würde ich sagen, gehen wir weiter. In Raum 103 gibt's Waffenkunde. Gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Vielleicht kannst du noch was lernen. Auch hier wieder jede Menge coole Sprüche an der Wand. Zum Beispiel hier, um den Gegner zu irritieren. Ganz beliebt ist, du bist voll doof. Coole Sprüche, um den Gegner zu irritieren. Hast du aus Dings aus, wie heißt das? Das Rollenspiel, das Bekannte. Click and Ja, Play. hat er das Easter Egg gefunden? Hat er es gefunden? Wer im Chat weiß, welches Spiel ich meine mit dem Piraten? Wo es beim Fechten um die Sprüche ging.
Lob alles an Vincent zu 80%, der Rest an Shizuka, bitte. Wir sind erst im zweiten Raum. Wir sind noch lange nicht fertig. Das geht Ja. noch ein Stück. Was willst du machen? Dein Gesicht so lange gegen meine Faust schmettern, bis ich aufgebe? Okay. Du kämpfst wie eine Kuh. Meine Oma hat einen kräftigeren Hieb als du, du Lümmel. Das würde ihn wahrscheinlich eher anspornen. Sieh da, ein dreiköpfiger Affe. Du bist voll doof. Monkey Island. Ria hat die 100 Punkte gewonnen. Warte mal, tut das. Moment. Gif. Ria 100. Hey, das tut. Ach, der Bot geht mir auf die Nerven. Also die vorgefertigten Commands, die jetzt auch dummerweise alle Englisch sind, weil ich sie nicht übersetzen kann, weil ich keinen Premium-Account habe, tun alle die selbstgemachten Commands nicht. Schön. Zurück. Insgesamt ist der Raum natürlich etwas spärlicher eingerichtet als Pflanzenkunde, weil bei Waffenkunde wohl eher der praktische Teil im Vordergrund steht. Na, hier noch so ein paar Waffen an der Wand und natürlich wieder jede Menge Lustiges zum Lesen an der Tafel. So Mal schärfe sehen, er, steht inwieweit. sein Schwert aufs Allerschärfste. Mit Kartoffeln werfen ist keine anerkannte Kampfkunst, echt nicht. Gibt aber Kartoffelkanonen. Ein Bogen ist zu stark gespannt, wenn er bricht. Ja. Ein Duell unter Männern muss stets männlich sein. Okay. Der Wurftrank ist effektiv und ist Magiern vorbehalten. Immer diese Ausgrenzung hier. Mit einer Angel kann man massive Schäden im Auge verursachen. Ja, Lippe aufreißen geht auch recht gut. Das Klatschen eines Handschuhs in das Gesicht des Feindes fordert ihn zum Duell auf. Antworten Sie mit de fuck. Auslecken während eines Kampfes ist feige. Man beachte die Grundstellung Fuß A, Fuß B. Ich sehe meine Füße nicht. Dann hast du schon das erste Problem. Ja. Dann geht es jetzt hier durch so einen relativ breit gehaltenen Flur. Rechts mit ein paar Sitzgelegenheiten. In so ein Turmtreppenhaus. In die zweite Etage. Zum Töpferkurs. Töpfern. Töpferkurs. Ja, gehen wir mal rein. Geh vor, du hast die Kamera. Sind es die Schüler vom letzten Jahr? Nee, das sollen so ein paar getöpferte Kunstwerke sein. Sehr viele Möglichkeiten hat man nicht, außerdem Blumenkübel, was hat man sich als Querköpf genommen. Ria, danke für deinen Host. Bediene dich weiterhin an der Milchbar und Kekse hast du ja schon bekommen. Dankeschön für deinen Host. Ja, da hat man hier noch so eine relativ fragwürdig konstruierte Kamine. Wie soll man das nennen? Konstruktion. Ganz cool, wo ich es gebaut habe. Architektonisch gesehen natürlich komplett schwachsinnig. Würde kein Mensch bauen. Die Tafel ist gemäß dem Unterrichtsmaterial natürlich etwas kleiner gehalten, weil auch hier wahrscheinlich wieder eher der praktische Hintergrund mehr wiegend ist. Und Hallo da hat man Spartessel. diesen. Hallo Spartaner. Diesen Töpf-Umat. Verscheibe. Bei mir bricht gerade die Hier. FPS wieder ein. Nur zu Jazzmusik wird getöpfert. Die Kunst des Töpferns liegt in den Händen. Ach, in deinen Händen. Hacke. Was? Ach, das soll das Titel sein. Es ist einfach irgendwas Ausgedachtes, was auf den Moment, Schädel ich habe gerade schlägt. ein Herz, Kasper. Felles, herzlichen Dank für deinen Sub. Such dir ein Baumloch aus. Ab sofort musst du Kekse und mich nicht mehr abgeben, sondern darfst dich an den Beute, die hier eingefahren wird, bedienen. Herzlichen Dank für deinen Sub und willkommen.
Hui, da war ich jetzt gerade absolut nicht drauf. So. Kommt wieder dein Flieger. Ja, es kam mein Flieger und ich habe wieder ein Herzkasper. Dankeschön. Ja, Felis findet Knöpfe interessant. Das habe ich schon. Ja. Ach, da war ein Server-Backup, hat er gemacht. Aber dass deswegen die FPS so ab. Hey, jetzt haben sie es aber. Der Baumkuchen auch. Dir herzlichen Dank für deinen Host. Auch bei dir gilt das Gleiche. Jetzt darfst du dich an der Milchbar bedienen. Dankeschön. Und die anderen natürlich auch, die gekommen sind. Hui. Jetzt haben wir wieder 4 F. Was zum Henker? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Egal, machen wir mal weiter. Ich hoffe, es beruhigt sich wieder. Und danke nochmal für die Host und für die Subs und für die Follows. Dankeschön. Wo waren wir jetzt? Sinnlichkeit. Die Töne müsste ich vielleicht auch irgendwann mal anders machen oder mir irgendwie direkt ins Auge springen, dass ich es direkt sehe. Und nicht immer hier so von links der Ton rein, da kriegst du ja irgendwann Herzkasper. Spartissel, der Wettdings ist noch nicht fertig implementiert. Der tut noch nicht, aber ihr könnt ja schon mal die Nüsse dafür sammeln, dass wenn der Wettbot dann mal tut, auch, ja. Sinnlichkeit steht beim Töpfern ganz weit oben. Zu viel Hotshots, nicht Hotshots. Welcher Film war das, der das verarscht hat? Nackte Kanone. Nackte Kanone. Die berühmte Töpferszene mit den 25 Händen. Töpfern macht attraktiv. Ich sollte mal töpfern gehen. Töpfern sind nur zu Jazzmusik. Darüber lässt sich jetzt wiederum streiten. Warum? Dann geht's jetzt hier in so einen Nebenraum. Lass mich Die kurz werden mal dort. F3A drücken. Auch nicht mal. Warum? Warum bricht der Server so ein? Ich verstehe es nicht. Ich habe wieder bloß 4 FPS. Okay. Noch mehr tote Getöpfert wird ins Studenten. Berge. Jetzt läuft er wieder. Jetzt habe ich Da 26 drüben. FPS. Okay. Okay. Ja, noch so ein paar getöpferte Kunstwerke in so einem Nebenraum. Da drüben ist die Kathedrale. Ja, die ist bei mir noch nicht geladen. Und dann geht's jetzt hier in den nächsten Raum. Dem Geschoss. Was ist hier Nicht da oben? hoch. Ach, nicht da Da hoch. oben ist Dachboden. Da ist nichts. Hier geht's weiter. So, ich muss mal gerade gucken, wie ich das genannt habe bei den Raum. Den habe ich schon vor Wochen eingerichtet. Untertagebaukurs. Ja, hier kriegt man halt, lernt, wie man effektiv zu minen hat. Ja, an alle, die das noch nicht wussten. Und hier mit diesem Ding umzugehen hat hier. Inwiefern Hörnereis auf die Tafeln eingeht, auf die Sprüche, die da draufstehen, ist ihm selbst Ja, überlassen. ich lese gleich, ich lese gleich. Ich helfe Ja, gerade das. bloß mit Felis durchs Baumloch zu schieben. Wer das alles genauer sehen will oder nochmal nachlesen will, der ist, wie gesagt, immer noch gern angehalten, das mal selbst zu besuchen. Und wie ihr seht, normalerweise läuft der Server. Was heute momentan ist mit den Einbrüchen, muss ich mal untersuchen. Ja, da laufen noch andere Dinge drauf, deswegen, ja. Erscheinungsbild: kistenförmig Lore aus Eisen. Paarungsruf. Die machen Geräusche. Wahrscheinlich nur, wenn sie unbeobachtet sind. Lateinisch Carus. Ist es nicht Latein, Carus minus? Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe einfach irgendwas hingeschrieben, um die Tafeln zu füllen. Was wir hier machen, Grundgang durch die Universität. Also, Und Spartissel, du hast ja beim letzten Mal von außen gesehen, die Universität. Und das ist jetzt sozusagen die Innenführung. Da ist Van Zandt jetzt fertig und der hat es ja gebaut, deswegen macht er auch die Führung. Das Wort ist Nukular. Nukular.
Okay. Das Ofenkart ist so gut wie nutzlos. Möb. Okay. So gut wie ist immer noch nicht ganz unnütz. Also Spartaner, ich glaube, du warst so letztes Mal noch dabei, wo ich die draußen gezeigt habe, die Uni. Und das ist jetzt sozusagen drin. Ja, dann geht's jetzt wieder in so ein Turmtreppenhaus runter auf die andere Seite des Traktes. Guckt man wieder heraus. Dann sind wir hier fertig. Geht's jetzt wieder durch die Eingangshalle in den nächsten Teil des Gebäudes. Sind das Gemälde von eingekauften Künstlern oder Schülern? Nö. Keine Ahnung, irgendwas. Hauptsache, Raum ist voll. Jetzt geht's hoch, denn dieses ganze Konstrukt ist an einem künstlich aufgeschütteten Hang gebaut. Ich wollte es halt nicht alles auf einer Ebene haben. Hier geht's noch nicht weiter. Hier kommt noch was hinter das Gebäude, was verrate ich allerdings noch nicht. Wechsel mit dem Astrologie-ETC-Kurs alle 2 Wochen. Ach so. Oben Sterndeutung. steht, was gelernt wird. Sterndeutung. Ja, in dem Turm, da gehen wir einfach mal hoch, würde ich sagen. Ach so, Moment, Moment. Ja. Es hierhin geht, interessiert uns erstmal nicht. Okay. Dann sind wir jetzt hier in Raum 301, Sterndeutung und so ein Zeug. Da geht auch gerade praktischerweise der Mond dazu auf. Da haben wir hier einmal den wichtigsten Klassenkameraden hier, den Kurskaktus Björn. Björn, der Kaktus. Ja, der ist ganz wichtig. Auch hier wieder jede Menge an den Haaren herbeigezogenes Zeug an der Tafel. Das Spannende. Das Sternbild des großen Kuipers ist auf dem Breitengrad des Polarsterns. Okay. Spartaner fragt, warum Björn so wichtig ist. Orientierung Weißt du, nach den wieso? Ohne Sternen. Grund. Moment mal, das ist aber nicht mein Björn vom Schiff, oder? Das ist ein anderer Björn. Ah, Keine nee, Ahnung, sucht auf das dem Heft Schiff ist es aus. ja ein Pilz. Auf dem Schiff, das Schiffpilz ist ja ein Pilz. Also, ja. Der heißt Henry. Genau. Schaue stets durch das schmale Ende des Fernrohrs. Man kann es auch umdrehen, dann nennt sich es Mikroskop. Nein. Der TNT-Block ist kein anerkanntes Sternbild. Und nein, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf. Darüber kann man sich streiten. Der Himmel ist oben. Das sind aber Spartaner, du gewagte wirst gerade Thesen, die in der das Uni. Weltbild zusammen. Das sind sehr gewagte Thesen, die hier an der Uni unterrichtet werden. Da müssen wir mal mit dem Ja, Priesterrat. Fektius. es ist auch ein sehr gewagter Server, da ja von einem sehr gewagten Bürgermeister geführt wird. Ja. Ja, jetzt geht's hier in so einem Treppenhaus hoch in diesen Turm. Das ist aber nicht. Die Map da ist nicht. Nein, das ist nicht mehr. Okay, das ist einfach nur ein. Nee, aber das ist halt eine Weltkarte, ne? Das ist ein Sub-ID-Block von dem Texture Pack. Sieht man nur hier. Und jetzt geht's halt hier hoch in diesen ausartenden Turm. Ach, das ist der Turm auf dem Turm auf dem Turm. Richtig. Also das Observatorium ist auf der anderen Seite, okay. Halt einfach so ein Beacon hier in die Mitte geklatscht, weil kein Plan, was sonst. Wenigstens hat eine Aussicht. Jo, dann geht's hier wieder runter. Ja, wir sind natürlich so sportlich und springen von den Treppen. Ja, das ist. Deswegen hatte ich gemeint, die Schuhe ausziehen, sonst rennst du überall nur drüber.
Wir müssen uns mal notieren, da reinzugucken, um zu Andere sehen. Richtung. Mist. Was? Wo bist du denn jetzt hin? Ja, runter wieder. Um herkommen. Hier geht's weiter. Raum 205. Neter Kunde. Kannst du mal reingehen? Moment, wo steht Oder das? Lesser Kunde. Das steht in der Haupthalle. Kommen wir Ah, okay. später. Ich weiß es noch Anna! gerade auswendig, weil ich hab's gebaut. Herzlich willkommen. Danke für dein Follow. Kekse bei Ria abgeben. Milch geht's links. Hallo, wie geht's dir, Anna? Hallo. Gut durchs Wochenende gekommen. Schön in die Woche gekommen, ist ja viel wichtiger. Oder hast du gerade frei? Weiß ich gar nicht. Netter Kunde. Pilze. Ja, auch hier wieder mit jede Menge lustigem Zeug an der Wand und auch an der Tafel. Hier steht eine Trophäe von einer Lohe. Eigentlich wollte ich erst einen Spawner hinpacken. Da wäre zwar eh nichts gespawnt, weil es hier drin viel zu hell ist, aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon die Mod Open Blocks benutzen und diese schönen Statuen haben, warum nicht die? Ansonsten steht da ein Spawner auf dem Tisch. Zombie-Pigmen lassen Steaks fallen. Echt? Dir geht's gut und du hast frei. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann spare nicht mit den Keksen. Ein Gast macht. Ah, das kann ich gar nicht nachmachen, den Ton. Ach du Jemine. Im Nether herrschen durchschnittlich angenehme 80 Grad. Angenehm? Wer unterrichtet hier? Das Nether-Portal ist das Portal in den Nether. Ja gut. Blazekraft verhält sich antiproportional zur subatomaren Eigenkampfkraft eines Iron Golems im Winter. Wer hat es verstanden? Hände hoch, Hände hoch. Wer? Blazecraft verhält sich antiproportional zur subatomaren Eigenkraft, ne, Eigenkampfkraft eines Iron Golems im Winter. Spawner im Nether sind in Dungeons anzutreffen. Okay. Truhen im Nether gibt es auch und sie sehen aus wie ein Quadrat mit dem X in der Mitte. Netherwarts können auf dem Gesicht weiter wachsen. Bäh. Hört, hört. Ist ja Da eklig. steht im Und Nether jetzt einer. bricht der Server wieder ein. Ach, Mano. Was ist denn los heute? Ich weiß es Mit deinem nicht. Server. Ich Das ist schon weiß es nicht. 50 FPS. Ich weiß es nicht. Hallo, Nowhere. Guten Abend, Norbert. Also vorhin hat sich's ja auch beruhigt, dann warten wir jetzt einfach mal oder laufen mal weiter zum nächsten Raum. Bevor wir jetzt in den nächsten Raum oder in die Haupthalle gehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier raus. Denn hier ist natürlich die. Wer diesen Text lesen kann, kann die leckersten Kekse der Welt machen. Halt, wo bist du denn jetzt lang? Ja, auf dem Balkon. Hier ist natürlich die Für die, wo neu frechste. dazu gekommen sind, jetzt bei Nacht nochmal, die wunderschöne Aussicht auf den Innenhof. Mit der frischesten Aussicht über den Campus, ich wollte es gerade sagen. Norbert, wie bist du in die Woche gekommen? Wie geht's dir? Ach, hier steht's, ne? Der Kunde Raum 100, 205. Okay. Da waren wir gerade, ja. Und jetzt kommen wir hier in den Hauptsaal, Haupthalle, Es brennt! grün. Feuer! Ja, Feuer! mitten im extrem riesengroßen Kamin. Kann ich vielleicht zur Geschichte ein bisschen was dazu erzählen? Am Anfang hatte ich nur das Mittelteil stehen. Und der Kamin ist entstanden, bevor der Raum fertig war. Sprich, der stand, bevor irgendwelche Wände oder Decken standen. Und das sah halt ein bisschen verloren aus in diesem riesen Raum, nur das Mittelteil. Ja, und da habe ich halt einfach links und rechts noch was rangeklatscht und jetzt ist das so ein Monstrum an den Kamin geworden. Aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Sogar angezündet diesmal.
Und Fire Spread ist nicht aus, sondern ist es an und die zwei Blöcke reichen aber, dass es sich nicht ausbreitet. Also wenn das Ding mal Feuer fängt, dann war es definitiv nicht ich. Von 10 bis 18 Uhr an der Uni, an einem Brückentag. Ihr habt heute Uni gehabt. Ach du Jemine. Hier oben hat man noch so einen Vorlesungspult. Ne? Hier kann man Moment. Ach, da seine oben. Notaren zum Besten geben. Hier. Kann man jemanden das Ohr abschwätzen von hier oben? Wenn man mal hier unten mampft, hier sind ja noch mehr Björns. Das ist Tischdeko. Nur als kleinen Sinn für Fantasie. Komm lieber hoch. Und Ja, überall die dann geht's. Jukeboxen. Ja, Deko. Ach. Ja, dann hier mit einer super Aussicht auf den Balkonrand. Extra für Hörnereis ist hier natürlich extreme Kindersicherung, deswegen leidet auch so ein bisschen die Aussicht darunter. Ich verstehe gar nicht, warum es ist. Warum müssen da so hohe Geländer, als wenn hier jemand versuchen würde Ja, er versucht's gerade. runterzuspringen. Hoch. Wie hast du das jetzt fertig gebracht? It's Ja, mit deinen magic. Flügeln, ja. Ja, die Flügel kann ich leider nicht abnehmen. Der Zeiger ist abgefahren. Nee, da wird nur von hier nicht gerendert. Okay, wir haben es 12. Weil das ein Fansgate ist und das ist ein Entity. Von daher, den zeigt es von hier nicht an. Ja, aber prinzipiell nur wäre eine Uni, die montags, naja, gut. Was studierst du nochmal, wenn man fragen darf? Ich glaube, du hast schon mal erzählt, aber mein Kurzzeitgedächtnis reicht ja keine 5 Minuten. Ja, weiter. Weiter, weiter. Zum nächsten Raum, der Astrologie, Astronomie und verbinde die Punktekurs. Kommt vielleicht auch nicht so an. Ja, Mal nach Zahlen. wie man es so kennt, wechsle alle 2 Wochen mit dem Kurs in Raum 301. Das war der Raum in dem Turm. Okay. Wie man es halt so kennt von Schulen oder Universitäten, das wechselt halt immer mal so hin und her. Hier auch wieder ein Balkon. Wie auf der anderen Seite, genau gleich. Allerdings kann man hier nicht in den Malkurs oder den Aktkurs, der donnerstags ist, reinspannen, weil das ist ja hier nicht auf der Seite des Gebäudetraktes. Das ist nur da drüben, Naja, wo man wenn nächsten spannen kann. Donnerstag Rollmops dann als Akt liegt, dann. Spannst du? So, hier sind wir jetzt in Raum 206. Die Erde ist ein Würfel, merkt euch das. Es ist keine Scheibe, es ist keine Kugel, es ist keine Halbkugel, es ist ein Würfel. Abend, Kai allein. Guten Abend, Kaya. Arme. Informatik, ach stimmt, ja doch, das hast du mal erzählt, Gerd. Doch, 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 wo ich dann gesagt habe, wenn Fragen hast, melde dich, weil ich habe das ja hinter mir. Das Studium. Und schaffe ja da schon ein paar Jährchen in dem Bereich. Die sogenannte Kreistheorie ist Ketzerei. Ketzerei, habt ihr das gehört? Wir haben einen Scheiterhaufen. Und wenn nicht, können wir schnell einen aufbauen. An den Kanten der Erde ist die Anziehungskraft am größten. Ist logisch, weil das ist der größte Abstand zum. Halt, ne, warte mal. Wie war das? Nicht, dass ich jetzt Bock misst. Desto weiter du vom Erdkern entfernt bist, desto geringer die Schwerkraft. Also ist das eigentlich auch falsch, oder? Eigentlich müsste es im Mittelpunkt der Flächen am stärksten sein. Oder? Keine Egal. Ahnung, ich hab's einfach dran geschrieben. Berechnung der Umlaufbahn der Erde ergibt sich aus den Quadratwürfeln der Ellipse des
Parabelmusters der Matrix 1. Begeisterte Scheiterhaufen Bauer haben wir auch mit dabei, das ist gut. Auch nochmal, Berechnung der Umlaufbahn der Erde ergibt sich aus den Quadratwürfeln der Ellipse des Parabelmusters der Matrix. Ja, ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Ne? Leuchtet ein. Ja, das ist. Glaube ich. Die Oberfläche des Kontinents beträgt 90 Millionen Quadratchunks. Es gibt Gerüchte, dass es 95 sind, aber das ist, glaube ich, noch eine offene Diskussion unter den Wissenschaftlern. Bekannteste Sternbilder: der Kuiper, die Kuh, die Spinnenkönigin, der reitende Plastiklöffel. Ja. Der reitende Plastiklöffel. Kennst du nicht? Ich sag's ja, die Astronomen waren zu viel in Pflanzenkunde und haben herausgefunden, was man rauchen kann. So in etwa. So, jetzt geht's hier hoch. Hier oben links geht's zum Observatorium. Da gehen wir aber jetzt noch nicht lang, weil du schon hingerannt bist. Sondern wir gehen erstmal hier hoch. Und ja, man hat es vielleicht von unten schon gesehen oder auch nicht. Hier oben ist nochmal so ein Durchgang dran. Von unten auch Galerie. Und da geht es halt hier rüber in den Turm mit dem Raum 301. Lerndeutung. Ist ganz einfach, dass die Profs und Lehrer nicht immer unten durch das Klassenzimmer brennen müssen, wenn sie denn mal darüber wollen. Deswegen ist hier oben so ein Verbindungstrakt. Dann haben wir hier an der Seite noch so ein paar kleine Balkone. Architektonisch natürlich vollkommen schwachsinnig, aber ich habe es halt einfach mal eingebaut, um Platz Raucherecken. zu füllen. Das sind die So, Raucherecken. ja. Wobei das Rauchmaterial schon sehr weit weg ist. Das ist nämlich da drüben auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, dann geht es jetzt zum Observatorium. Da haben wir einmal hier abgegittert, dass das ganze Wildgeviech hier nicht reinlaufen kann und sich hier runterstürzen und Selbstmord begehen kann. Und dann geht es jetzt hier runter auf so eine Terrasse. Und am Rand des Fundamentes des Observatoriums geht jetzt hier so ein Holzweg hoch, der sehr gefährlich ist, weil es kein Geländer hat. Also vorsichtig, wenn er ist. Naja. Ja. Und dann sind wir jetzt auf der Observatoriumsfläche. Natürlich rennt der eiskalt an der Tür vorbei. Hier geht's rein. Auch hier wieder dekomäßig eingerichtet. Noch mehr tote Studenten. So ein nach hinten versetztes Bücherregal. Finde ich immer ganz nice, sowas. Hörnereis, ne? Anno 1200. 84. Also das sollst nicht du sein, sondern du hast wahrscheinlich das Bild gemalt oder keine Ahnung. Ich wurde schon lange nicht mehr geputzt. Müssen wir mit Putzfrauen reden. Mache ich immer gern, um es etwas atmosphärischer zu machen. So, jetzt haben wir hier so ein extrem detailliert gestaltetes Modell des Sonnensystems. Moment, ich vergleiche es mal geschwind. Passt fast. Fast, okay, abgenommen. So, bevor wir jetzt aber hochgehen, haben wir hier noch so einen kleinen Nebenraum für den Prof. Ja, hier nochmal was zum Sitzen, kleiner Kamin, bisschen Brennholz. Sag ja, Putzfrau, hier fehlt eindeutig eine Putzfrau. Decke ist diesmal aus Stroh. Abwechslung, wenn nicht alles gleich aussehen. Das mag der Wenn überhaupt nicht. Wer diesen Text lesen kann, bekommt die Antwort auf zwei, die Frage auf zu 42. Und dann geht es jetzt hier hoch zum eigentlichen Observatorium.
Im Moment ist der Durchgang offen. Von außen hat man es vielleicht gesehen oder auch nicht. Hier sieht man es auch nochmal so ein bisschen. Das Ganze ist natürlich, soll natürlich drehbar sein. Ist es natürlich nicht. Wir spielen hier Minecraft. Und man kann nur hoch, wenn das Loch hier eine Verbindung zu der Treppe hat, wo wir gerade hochgerannt sind. Ansonsten, ja, geht es natürlich nicht durch. Ja, und jetzt sind wir jetzt hier bei dem extrem schön gestalteten Teleskop. Was auch das Stadtbudget für die nächsten 3 Jahre leer gefressen hat. Und das nur, weil der Bürgermeister nicht haushalten kann und unbedingt so eine protzige Uni haben wollte. Rollmops fragt, ob es auch Aufzüge für Rollstuhlfahrer gibt. Nein, gibt's nicht. Wir sind hier im Mittelalter Fantasy und mir ist nicht bekannt, dass es, wenn ich jetzt das Fantasy mal weglasse, im Mittelalter schon Aufzüge gab. Die werden von Mitschülern getragen, also das ist für alles ist gesorgt. Richtig. Ja, das war eigentlich das Observatorium. Gehen wir mal wieder raus. Da oben ist der reitende Plastiklöffel. Siehst du nicht? Da oben ist er. Na gut, egal. Da kommt dann so ein Towncraft nach oben Schwebedings drin. Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Geht die Tür zu? Ja, die gehen alle zu. Warum auch immer es so lang dauert, das macht wahrscheinlich auch irgendeine Mod, aber sie gehen irgendwann zu. So, dann geht's jetzt in die andere Gebäudeseite. Ja, auf der Seite der Halbturm nicht dran ist, der Kunstturm, habe ich da oben noch ein kleines Fenster reingebaut, aber ist auch egal. Ein Oberfenster für die Lüftung. Der Dann Himmel sind ist wir hübsch, jetzt ja, das ist hier. das Mod, das auch viel von den Dingen. Also das ist nicht Vanille, das ist ein Ressourcenpack, was Venzen von Dalucraft hat. Von Let's Rock Minecraft. Das ist auch offiziell downloadbar für jeden, der es selbst mal ausprobieren möchte. Adresse verlinken wir vielleicht noch im YouTube-Video dann spätestens. Oder. Gibt es zum Downloaden für jeden, ist öffentlich, kein Thema, kann Also jeder gerade glaube benutzen. diese Blöcke hier mit den Büchern ist da was draus zum Beispiel. Das sind was für Blöcke werden das normalerweise? Ja, die Bücherregale sind Ne, Bücherregale, Bücherregal sind aber aber ich ja. soll hier zum Beispiel, das sind ein Steinziegel, sieht nur wer das Texture Pack drin hat. Ja, sowas zum Beispiel. So, wir sind jetzt wie gesagt in der anderen Durchgangshalle, die nicht unbedingt gleich eingerichtet ist, für den aufmerksamen Beobachter, der es schon gesehen hat. Hier fehlt nämlich die Galerie. Warum fehlt die Galerie? Weil hier der Kunstkursturm nicht dran ist, der ein Treppenhaus da hoch hat. Deswegen habe ich hier einfach mal noch so einen zweiten Wimpel reingepackt, anstatt nur einen. Ansonsten ist er allerdings baugleich. Also so Sachen wie der Kamin und Zeugs sind natürlich das Grundlegendste, was da sein muss. Bis baugleich. Danke, Kaya. Dann geht es jetzt hier zum wahrscheinlich wichtigsten Klassenraum. Angewandtes Dummschwätzen. Wo kann man sich da Ich würde sagen, eintragen? da gehen wir direkt mal rein, würde ich sagen. Auch hier wieder jede Menge mehr oder weniger sinnhaftes Zeug an die Wand geklatscht. Das Periodensystem der Items. Da fehlen drei, vier, Einfach fünf, irgendwas sechs. Sinnloses reingetan. Ja, ich weiß. Das muss absichtlich alles da sein. Lorem
Ipsum dolo sit amet quasi palabri aramsen palemp. Ist es nicht einer dieser Standardtexte von Ja, ist, Webprogrammierern? Ja, ja, also für auf die Google, auf dem Erklärung, die. Platzhalter auf Google, ja. Ja, also wer das nicht kennt, es gibt so einen Standardtext, den man bei Homepages als Platzhalter für Text einsetzt, um optisch zu sehen, ob er passt, weil er Absätze drin hat, weil er jeden Buchstaben drin hat und so weiter. Und das ist sozusagen der Anfang davon. Ob dieser Text irgendeinen Sinn hat, ich weiß nicht, ob das Latein ist oder Steht so. zu bezweifeln. Ria hat es auch gleich erkannt. Wie mein YouTube-Channel heißt. Moment. Nachher. Kaya, kannst du auch da nochmal? Ist kein Latein? Okay, dann ist es kein Latein. Soll aber daran erinnern, ja. Mir war auch so, dass es das, was Nowell sagt, ja. Oh, Quero iserca mathematica el petitserea frac terreno el nino. Nino. Heißt nicht els, nin, egal. If knowledge ist gleich 0, use fac Google Wiki else ask admin. Via Spaghetti malerta el Cuba Revolution ach du Himmel, achetramitista. Askel ma renito renalt megane Renault Megane, Mann. Megan Renault Megan Pilas Pinus quo Mann, Retikal Forte. Du Sau, so einen Text kannst du doch nicht hinhängen. Es fährt nun ein der RE92. Vorsicht an den Bahnsteigkanten. Megadöner per excellence war et Salata un not Schafsfleisch. Schafsfleisch? Ach, Lammdöner, okay. hier ist der Link zum Texture-Pack, wer möchte. Ach, dann war der von Kaya falsch. Der ist, ne, wahrscheinlich auch noch aktuell. Immer wird eh weitergeleitet. Die haben einen neuen Kanal gemacht und auch eine neue Website. Oh, da gibt es den auf jeden Fall zum Download. Okay. Ich muss meinen Banner anpassen. Mein Schriftzug ist falsch. Welcher Schriftzug? Von wo, was, wie, was? Was? Schriftzug? Was? Auf YouTube habe ich noch gar keinen. Moment mal, ist es auch der neue oder ist es der alte, wo du verlinkt hast? Das ist doch neu. Ist der neue, ja. Ist der neue. Aber das sind im Prinzip einfach die Aufnahmen von Twitch rüberkopiert. Samsung Hitsubishi? Hitachi? Hondo? Hondo? Honda Civic Eto SumSum. Das heißt Brumm Brumm, nicht Summ Summ. Baguette. Baguette? Baguette? Portemonnaie? Was sind Portemonnaie? Ratatouille und Käsebrot. Aua. Portemonnaie, Mann, Ach, das ist doch das Portemonnaie. Portemonnaie. Oh Gott, ey. Hörnchen Du setzen doch, Junge. Sex. Ja, ich Oben nehm's überm mit der Stream, Platte. okay? Ich sage ja, ich muss diesen Kurs hier belegen. Ich kann da nicht. Ich Okay, rede da bloß immer Champ. nur hochintelligent und immer nur Eben. die Wahrheit. Deswegen was ist das für Genau. ein Kurs? Hier ist der erste und auch einzige Mod-Kurs. Ich wusste ganz einfach nicht mal, was ich in den letzten Raum, das war der letzte Raum, den ich eingerichtet habe, noch reintun soll. Deswegen ist hier eine Mod reingekommen und hat hier Platz gefunden. Da war dann selbst der Vincent mal etwas mit seinen Ideen am Ende. Ja, man glaubt es kaum, aber es kommt auch ab und zu mal vor. Die Bossgegner. Schaust dich so skeptisch um. Ja, das sind Regenbogenblätter, gibt es tatsächlich. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Raritäten. Schade, dass es dann nur den, also den Frame als Namen, ja, egal. Überlebenswichtige Items, eine Feder, ein Blatt Papier, ein Herz und was ist das? Mit der Feder machst du die Karte. Ach, Karte, ja, aber. Und es bricht gerade wieder ein. Was ist das so zyklisch? Es nicht. Also bei Okay. mir geht es eigentlich. Braucht nur 20 FPS, aber es geht. Lese ich mal so lange. Die Bosse in Twilight Forest sollte der Reihe nach, Moment. Die Bosse der in Twilight Forest sollten der Reihe nach bekämpft werden. Erstens Naga, zweite Licht, drittens Minotaurus Labyrinth, viertens Hydra, fünftens Urghast. Der Urghast. Der Urghast im Twilight Forest ist nicht verwandt mit dem Ghast im Nether. Nicht? Nicht mal irgendwie in entfernte Verwandtschaft? Nein. Denk nicht über den Sinn nach. Ich habe einfach irgendwas dran geschrieben, wie jeden Tag wieder. Nee, Ria schreibt auch gerade, also so das, was wir gerade erleben, diese ständigen Einbrüche. Also entweder es läuft einfach scheiße, dann reicht ein Neustart, oder es läuft gut. Aber so diese konstanten Einbrüche, ich glaube, die. Nee, fehl es bitte nicht. Nee. Hörnereis, jeder ist dafür geeignet, aber nicht Hörnereis. Dieses Vertrauen. Das Hochplateau wird durch sauren Regen geschützt. Gegen die Hydra ohne Fire Protection zu kämpfen, ist gefährlich und leichtsinnig. Goblins, Kobolde und anderes Gesocks treiben sich, also Gesocks, also das ist ja wieder Diskriminierung, treiben sich auch in Höhlen und Hügelgräbern umher. Ja. Und Ja, das ab und als zu, also Spieler. es gibt Stellen, Entschuldigung, es gibt Stellen auf dem Server, wo wir noch gucken, warum es so ist, dass die FPS prinzipiell ein bisschen einbrechen. Aber ich habe gerade das Phänomen, dass jetzt so für 5 bis 6 Minuten die FPS auf 3, 4 FPS einbrechen und dann wieder auf 28 hoch. Und das hatten wir bisher noch nie. Ne. Aber hier kann es eigentlich nicht dran liegen, weil die Uni ist jetzt als erstes und einziges Gebäude auch bis zum Berg gefüllt. Hier spawnt nichts mehr, außer auf der Oberfläche. Ich weiß es So. nicht. Dann geht es jetzt hier, wie auf der anderen Gebäudeseite, auch wieder hoch. Durch so ein Turmtreppenhaus. Hier rechts ist das Uhrwerk drin. Da gehen wir allerdings nicht rein, weil A, ist es noch nicht fertig und B, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal zugänglich machen werde oder will, weil man muss ja nicht alles zeigen, ne? So ein bisschen kann ja auch geheim sein. Deswegen geht es hier links weiter mit Brennstofflehre in Raum 201. Da kannst du mal reingehen. Und schwupps sind wir wieder bei den üblichen FPS und es läuft wieder normal. Es ist. Brennwert 0,5, 1,5, 8, 1900. Der einzige Brennwert, den ich auswendig wissen musste, den Rest musste ich googeln, war Kohle mit 8. Ich weiß auch nicht, wer auf den Gedanken kommt, Stöcke als Brennmaterial zu benutzen, keine Ahnung. Auch wenn Aber man ich habe es außersehen mal mal einen Stack gegoogelt. von 1000 macht, dann. Auch hier wieder eine sehr interessante Konstruktion des Abzugsschachtes des Kamins. Architektonisch, wie gesagt, komplett schwachsinnig, würde keiner so bauen, aber gut, hat sich halt so ergeben aufgrund des Korpus des Raumes. Im Prinzip wollte ich einfach das Fenster da oben nicht zubauen. Punkt. Dann geht es jetzt hier in einen etwas aufgeräumteren Nebenraum als auf der anderen Seite. Was wird hier angepflanzt? Das möchtest du nicht wissen. Okay. Hat keiner In gesehen? den nächsten Kurs, da muss ich gleich mal gucken, wie ich den genannt habe. Auch das ist schon wieder Wochen her.
Fremdsprachen heißt das. Ich kann nicht mal Deutsch unterwegs, dass ich Fremdsprachen vorlese. Ach du Schande. Kannst du mal vorlesen, ist auch wieder jede Menge zum Schmunzeln dabei. Das indische Alphabet besteht aus 475 Buchstaben. Die machen aber was. Von oben nach unten wieder lesen. Auch niemals verwechseln, denn dadurch ordnen sie. Was? Moment, Moment, Moment. Was, 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 was? In welcher Nicht von Reihenfolge? oben nach unten, von links nach rechts. Dann ergibt Moment mal nochmal. Das indische Alphabet besteht aus 475 Buchstaben. Niemals verwechseln, denn dadurch ordnen sie. Es besteht was? Nein, von links nach Ach rechts lesen, so, Mann. ach so, ach so. Aua. Es besitzt 20 Vokale und 160 Konsonanten. Der Rest sind sogenannte Fsg-Laute, die durch die Nase gesprochen werden, auch wenn man durch die Nase sprechen. Auch gibt es unter den Vokalen Hoch- und Tiefvokale, die da wären Ethash und Kartenzaun sowie größer gleich, kleiner gleich. Nee, größer, kleiner, kleiner, größer. Die Aussprache ist dabei sehr wichtig. Kleiner, größer und Tilde, kleiner, größer, X-Tilde. Niemals verwechseln, denn dadurch ordnen Sie zum Beispiel keine Tasse Tee, sondern wollen Ihren Namen in den Schnee pinkeln. Und laut Hochkomma, ich mag es, wenn du mich mit Ohrschmalz fütterst, Jodeln. Bäh! Übersetze diesen indischen Satz. Ach du jemine. Moment, Moment, Moment. Größer, kleiner, kleiner, größer. Balken Ja, spannender natürlich. XLOQ@7AL groß R slash Pipe Backslash SA. Ganz wichtige, tiefsinnige Weisheit des Tages. Hätten wir das auch geklärt? Bist bereit, ins End zu gehen? Moment, jetzt komme ich. Ach du Schande, was ist jetzt los? Okay, geht wieder. Ich habe keine Leseskills. Das war's mit den Klassenräumen hier oben. Haben wir noch einen übrig? Ja, gegenüber von dem, wo wir zu Beginn waren. Auch hier unten natürlich wieder bautechnisch genau gleich wie auf der anderen Seite. Wieder mit dem Kamin, der allerdings aus ist. Pass auf, triggern nicht erst die Schön. Creeper da drüben. Schönen Abend, Norbert. Danke fürs Reinschauen und noch eine schöne Woche. Hoffentlich hast du ja dann morgen frei und übermorgen vielleicht. Mach's gut, Novia. Ich habe eine Brille. Ich habe keine Brille. Ja, der aufmerksame Beobachter hat gesehen, die Treppe ist etwas anders als die da drüben. Ist aber auch völlig egal. Der Raum ist derselbe, nur mit anderem Unterrichtsmaterial. Also ich saß an der FH immer hier hinten und habe geschlafen. Ja. Ah, das erklärt, warum du keine Fremdsprache lernst und nicht vorlesen kannst. Ich brauche eine. Ja gut. Hier ist der Text halt weg. Wie spreche ich Sie an? Was für ein Kurs ist das hier? Steht nicht dran, ist nicht benormt. Genauso wie der auf der anderen Seite Ah, mit den okay. ganzen Formeln. Prozess, Sie. Lächeln und hinken.
kannst du wirklich vorlesen.12 plus v mal x Quadrat 7. 3 mal 1 plus x minus y. Okay. Womit wir zum Glück für alle Singles merken. So. Dann geht's auch wieder raus und ja, wir können uns eigentlich verabschieden, denn das war's. Wir sind einmal durch. Sehr, sehr, sehr schön gemacht von euch. Jetzt fehlt natürlich noch Bevölkerung und die Stabilität des Servers, woran wir arbeiten werden heute. Deswegen würde ich vorschlagen, ich gucke nochmal die anderen Gebäude heute an und baue heute nicht, weil bauen macht mit diesen Lecks heute wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wir können uns nochmal die Kathedrale angucken. Da kann ich auch nochmal eine Führung machen. Ja, so viel zu führen gibt es da. Ist ein großer Raum. Aber ja, wir können mal reingehen. Ah, warte mal, ich mach mal schnell, ne? Wo hier noch was in die Luft geht. Jep, so, Lob, wie gesagt, Lob an Wenzhen und Shizuka. Es gibt auch noch andere große Gebäude, die wir dann Ria in ihrem Stream vielleicht mal zeigen oder schon gezeigt hat, wo sie gebaut hat. Kaya-Line baut hinten, also in der Richtung. Da können wir auch noch mal schön hinfahren. Zugverbindung gibt es auch keine zu Kaya-Line, oder? Zum Fahren. Nee, Zugverbindung gibt es noch keine, aber sie ist im Moment komplett am Umbauen. Ich weiß nicht, inwiefern sie da jetzt überhaupt sagen würde, es lohnt sich hinzugehen oder ist überhaupt okay. Wild, dass wir hingehen. Aber das kann sie vielleicht selbst sagen, wenn sie noch da ist. Genau. Kurz für die Neuen, die da sind. Das ist die Kathedrale, auch von Wenzhen gebaut. Die nachempfunden ist im Kaiserdom aus Anno 1404. Genau. Wen die Vorlage interessiert. Also auch nicht alles wächst in Wens Hirn heran, sondern er guckt auch mal wonach, wo er was abgucken kann, was abknüpfen kann. Einzig ist die Inneneinrichtung, die Fantasie entsprungen ist, weil in so einem Strategieaufbauspiel kann man natürlich nicht in die Gebäude reingucken. Lohnt sich nicht wirklich, schreibt Kaya. Okay. Ja, dann machen wir noch vorhin eine Führung und dann gucken wir mal, ob wir den Server heute noch vorhin irgendwie fixen können oder woran es liegen kann, dass diese sporadischen Einbrüche kommen. Interessant ist auch hier, Moment. Falls schon die Frage kam und ich sie überlesen habe, sollte, ja, das ist alles im Survival gebaut. Ich vergesse immer, dass hier im Kopf ist. Naja, nicht komplett. Ja, ich kann World Edit nur im Kreativ nutzen. Allerdings haben wir so viel Ressourcen, das sollte vielleicht an alle gesagt sein, dass wir es nachher wegschmeißen, was das Zeug gekostet hat. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch abgebogen, oder? Weiß ich nicht, wo du ja, bist. Ja, ich bin falsch abgebogen. Hallo. Da. Ich bin falsch abgebogen. Wolltest du den Turm hochrennen, oder? Ich wollte zumindest mal kurz die Seile nochmal als Beispiel zeigen. Die Seile gehören zum Beispiel zu dem Texture-Pack. Also wer sich das downloaden will, wie gesagt, Kaya-Line hat die alte Adresse gepostet, da gibt es natürlich auch noch. Die von mir ist die neue Website der YouTuber, denen das gehört. Deswegen können wir auch leider wir es nicht zum Download bereitstellen, sondern wer das haben will, muss es sich dort downloaden. Nur dann ist es rechtens. Und das hier sind eigentlich Metallpost und die sehen halt aus wie Seile. Zum Beispiel. So als Beispiel. Und hier läuft es jetzt wieder flüssig, Witzer. Verstehst du? Ja, im größten Raum. Das sind übrigens pinke Glasscheiben hier, ne? Diese Holzgatter. Weil wer baut schon mit pinkem Glas? Achso, ja, hier.
Das sowas macht das Texture Pack. Ist halt mehr auf, ja, wie soll man es nennen, Prunk ausgelegt, auf schön aussehen halt. Punkt. Kannst nicht anders nennen. Der leider etwas verkrüppelte Marktplatz, der noch mal abgerissen wird und neu gemacht wird, weil er alten Server scheiße kopiert wurde. Das schöne Gasthaus von Ria. Taverne, ja. Ich gehe da immer gleich in die Küche rein und hole mir was zum Essen. Werner Eis hat es wahrscheinlich nicht gezeigt, aber auch in diesem Texture Pack sieht man hier der Taverne passend einen Bierhumpen. So sieht hier die Pilzsuppe aus. Deswegen isst ihr immer ganze Zeit nur Pilzsuppe. Richtig. Mit auch sehr schön eingerichteten Gasträumen zum Übernachten. Irgendwo gibt's auch deinen Raum mit deinem Wollblock drin. Hier, das ist dein Raum. Weiß nicht, wenn Ria noch da ist, wird es wahrscheinlich jetzt gleich schreiben, weil du irgendwann mal einen blöden Kommentar wegen dem Wollblock gebracht hast und deswegen ist er noch online. Unsere Schmiede. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass irgendwo noch ein Junkloader durch die Gegend gammelt. Hier stehen noch etliche Junkloader rum. Wo habe ich das vor kurzem einen stehen sehen? Im Konto? Die Poststelle auch von der lieben Ria gebaut. Da fällt mir ein, ich war schon lange nicht mal gucken, ob ich Post habe. Wo ist denn mein Postfach hin? Da. Verrottetes Fleisch, wird mir da wieder Fleisch geschickt. Ja, wer kann das wohl gewesen sein? Ja, Wahnsinn. Dieses Wie er Grinsen, wieder welches mich Grinsen? verdächtigt, ne? Wie er wieder mich verdächtigt. Das Stadttor, was ihr am Anfang gesehen habt, der Hauptbahnhof. Eine Mod, auf die ich mich sehr gefreut habe, dass sie endlich wieder tut, war ja das Drainkraft. Die auch definitiv nicht für den Ex verantwortlich ist. Allerdings am meisten darunter mitleidet. Mit den Töfters. Oh, natürlich laufe ich wieder vollkommen falsch. Gibt es auch ein ICB, ne? Es wurden neue Züge eingefügt, falls du es noch nicht wusstest. Ja. Also kein ICE, weil Patent- und Rechtsverletzung, sondern ein ICB. Sieht aber tatsächlich so aus. Wo geht denn der hin? Den habe ich mal angefangen, der sollte zu meinem aktuellen Bauprojekt gehen. Okay. Zumindest in die Richtung. Natürlich auch zu Hendrik und Asir, die ja in die Richtung wohnen. Die auch schmerzlich vermisst werden. Ich glaube, ich sehe keiner von beiden da. Na, Henrik sowieso nicht, aber. Na, ich, das Schiff möchte ich zeigen, wenn alle Chunks geladen sind. Na komm, lade. Die ganze Post ist verrottet, genau, Sporthörner. Ich schicke Hörner als nur leicht verderbliche Ware. Damit überprüfen kann, ob ich rechtzeitig bei der Post war oder nicht. Die große Galeere. Man hat das Ergebnis gerade gesehen. Wir werden aber nicht alles von innen zeigen, weil es soll ja auch noch einen Anreiz geben, dass die Leute auf den Server kommen und sich selber umgucken. Das Kontor habt ihr am vorhin schon am Anfang gesehen. Da sind wir ja durchgelaufen. Ria, soll ich deinen Jedi-Tempel nochmal zeigen oder willst du in einem eigenen Stream zeigen? Das glaube ich auch noch im Bau, oder? Das ist auch noch nicht fertig. Und hier brechen die FPS immer ein bisschen ein.
Das ist Kaya-Lines Haus. Jetzt sieht Kaya ihr Haus auch mal in dem anderen Texture Pack. Sie benutzt es doch selber, sie hat es schon gesehen. Ah, okay. Zumindest im Moment benutzt sie es gerade selber. Sehr interessiert. Dann zeige ich noch kurz das. Na, na, na. Kaya ist da. Kaya, hau mal Spartissel eine über den Latz drüber. Dann zeigen wir noch Kaya Lines Schloss. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie die Stabilität wieder nach oben kriegen, woran das liegen könnte. Der Tunnel sieht jetzt komisch aus durch das Ja, Texture der Pack. Tunnel ist natürlich etwas fragwürdig. Alles Glasvitrinen mit Büchern dahinter. Ja. Muss man wissen, ob man es mag. Heute verteilst du keine Schläge, okay. Gut zu wissen. Wusste. Also wie ihr Dieses seht, das kann. hier ist der Spawnpunkt noch, der wird auch nochmal umgesetzt, aber hier gibt es schon eine Schienenverbindung. Unsere Bleibt der Minimis sind Portal. gestorben, bis auf Schnuffel sind alle irgendwie tot. Habe ich auch schon gesehen, ja. Es bleibt ja Portalhaus, es wird ja nicht nutzlos, das Ja, Gebäude, nur das Spawn wird irgendwie weg. genau, Portalhaus. Wie ihr seht, alles sehr japanisch gehalten, auch die Reisfelder. Und Jetzt wenn denn Kajas Werk. mal alles laden würde, kann ich auch mal nach oben gucken. Mir ist alles geladen. Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Das ist sozusagen die Wächterburg. Beziehungsweise, wie heißt japanische Schlösser haben noch einen speziellen Namen. Wie heißen die Dinger? Die Brücke solltest mal überarbeiten. Ja. Auch sehr liebevoll in Details. Da schenken sich die beiden nichts. Genauso wenig wie. Also da schenkt sich keiner außer mir. Also ich habe mit Details bisher noch nicht viel gehabt. Sage Details und lauf, glaube ich, in das einzige Gebäude rein, wo nichts drin steht. Entschuldigung, Gaia. Ich überlege gerade noch, ob es Sinn macht, zur Zitadelle zu laufen, aber eigentlich nicht, weil die ist auch noch nicht fertig und innen komplett leer. Da kann ja Kaya vielleicht hier ein paar Wörtchen loslassen im Chat. Aber auch alles sehr schön stilecht eingerichtet. Weil wie gesagt, Triag, Van und Kaya schenken sich da nicht wirklich viel. Sag, gehst du dazu? Luca, meinst du? Shizuka natürlich auch noch. Also alle vier, alle außer mir können in eine Richtung. Es war das Bedienstetenhaus, okay. Und hier sind irgendwelche japanischen Geister. Greifen die an? Es passt natürlich voll rein, dieser Anime-Figuren-Mod, ja. Das. Ist jetzt die Frage, ist es der Bedienstete, der Schutzgeist des Hauses oder... Waldelfe. Ein schöner kleiner japanischer Garten. Teehaus, stimmt, Teehaus schimpft sich das hier. Die Teezeremonie, die ich sehr faszinierend finde, aber immer noch nicht ganz verstehe, warum man sich 3 Stunden Zeit nimmt, um Tee zu trinken. Zu machen, dass man ihn trinken kann. Die Waffenkammer könnte man sagen, beziehungsweise die Trophäen.
Jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Bräuchte man eigentlich bald noch so einen japanischen Waffenmod oder One Piece oder sowas, dass ich Kaya so ein Katana hier irgendwo hin an der Wand hängen kann? Gibt's keins? In meinem Texture Pack nicht. Und Mods haben wir da auch keine. Du warst ja selbst schon lange nicht mehr. Jetzt hat sich, glaube ich, gerade bei Minecraft aufgehängt. Hauen. Ah, jetzt. Jetzt läuft's wieder. Ach so, ich muss dich vorwärts boxen. Na gut, das kriege ich hin. Lässt dich hinweg. Auch hier eine kleine Lesestube. Ich glaube, das Schlimmste im Japanischen wäre für mich der Schneidersitz sitzen. Den kriege ich nicht mal so hin. Geschweige denn, wenn mich jemand dann reinquetscht in den Schneidersitz, da wieder rauszukommen. Genau, das war der Schrein zum Ehren der hier der Thronsaal. Durch ein fremdes Wappen. Hier hängen fremde Wappen. Na gut, die passen hier natürlich nicht so ganz rein, aber mein Gott, da muss man mal drüber hinwegsehen. Meine, diese Wikinger-Äxte an der Wand, die passen ja auch nicht da rein, aber mein Gott, was soll's. Das Spa. Ach ja, bisschen entspannen. Soll ich dir ein bisschen Badesalz zuwerfen? Ne, lass mal. Naja, warte mal doch. Bis jetzt. Ja, Mist. Nee, Salz hast du gesagt. Da hast du Badesalz und da hast du Seife. Wasch dich. Nimmst du auf? Ja, das ist auch, das dauert auch so lange. Ich weiß nicht, es. Jetzt hat er es auch noch benutzt, ne? Das ist Das immer ein Zauber. hört sich komisch an. Das hat sich gerade verdammt komisch angehört. Ja, glaub mir, wenn du mit Warp vergiftet bist, das hört sich noch komisch an. Dann nimmst du lieber das in Kauf. Aber hier läuft es verdammt flüssig im Verhältnis. Hoch, hoch, geh da durch. Ich hab ja auch 20 FPS, wie überall. Beziehungsweise habe ich immer für 50 und dann springt es in 30er Schritten auf 20 runter. Hier ein Hinter im Garten im Hintergrund, also Backyard. Hinterhofgarten. Dieses Loch hat keiner gesehen. Mach mal das Loch schnell zu. Ach so, muss ich wieder hinter dir aufräumen oder was? Nein, da war ja, also es ist ja alles in Ordnung hier. Naja. Ah ja, ein Eis hat's putt gemacht. Das Loch war da. Und jetzt bricht es gerade wieder ein. Jetzt red ich nicht raus. Wie gesagt, das Angebot zum auf den Server kommen und mitspielen steht. Wer Bock hat, ich sollte vielleicht nochmal, damit keiner hier jetzt irgendwie die Angst bekommt und sagt, nee, die bauen hier alle so groß. Ja, tun sie, aber wenn man dazu mal vergleicht, was ich baue. Und wie gesagt, diese extremen Probleme, die ich gerade habe heute, sind nicht normal, deswegen werden wir jetzt auch gleich aufhören. Die sind definitiv nicht normal.
gut, das, was die ganze Zeit hier abgeht, ist sowieso nicht normal. Nicht bloß seit heute, sondern. Da sieht man mal das Innenleben, also da unten führt eine Bahn entlang. Eine Hausbahn. Ja. Hast du wieder X-Ray an, oder wie? Gerade ja. Also das habe ich gebaut. Bisher. Und daneben sieht man die Stadtmauer. Und ja, muss ich noch was dazu sagen? Nee. Ob ich danach noch was anderes, das könnte man noch überlegen. Also bauen macht hier heute definitiv keinen Sinn mehr, weil wenn du was abbaust und das dann 25 Mal machen musst, nein. Ich werde den Stream jetzt auf jeden Fall mal pausieren. Und dann werde ich mal mit Van sein und den anderen gucken, woran das hier liegt, dass es heute so scheiße läuft, damit die weiterspielen können, damit die ordentlich spielen können. Ja, das wird aber ein Stück dauern, ob du da noch großartig zu was anderem spielen kommst. Wer auch immer die Frage jetzt gestellt hat, ist fragwürdig. Das können wir gucken. Spätestens morgen gibt es einen kurzen Stream, da bin ich abends dann zum Geburtstag eingeladen, da wird es dann nachmittags einen Stream geben. Und dann am Donnerstag wieder. Dazwischen, also morgen und übermorgen soll ich vielleicht anders formulieren, ist, kommt drauf an, weil ich beides Mal eingeladen bin, also nicht daheim. Da kommt es dann drauf an, wann ich nach Hause komme, beziehungsweise wann ich weggehen muss. Donnerstag gibt es dann wieder einen nächsten längeren Stream. Für heute würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke für die Hosts, für die Follows. Es tut mir leid, dass wir das jetzt hier an der Stelle ein bisschen abbrechen müssen. Ich wollte eigentlich mehr machen, weil ihr seht ja, Ben hat ja hier schon die Mauer vorbereitet. Das Stückchen wäre jetzt meine Arbeit, da die Burg jetzt sozusagen anzupassen. Also das hier, was mal mein Haus war, soll jetzt im Prinzip eine Hafenfestung werden. Muss ich natürlich dementsprechend dann anpassen. Aber es macht bei der momentanen Serverlage keinen Sinn und deswegen gucke ich jetzt mal danach, was der Grund dafür ist. Ich habe einen Verdacht, ich bin mir auch nicht sicher. Wenn ihr genau wissen wollt, wann es weitergeht oder was Lage ist, folgt mir einfach auf Twitter. YouTube-Kanal ist ja schon gepostet worden, da könnt ihr das Ganze nochmal anschauen, wenn ihr auch zum Beispiel Ideen sammeln wollt für eigene Bauobjekte. Ne? Habe ich noch was vergessen? Eigentlich nicht. Du guckst nachher noch mal vorbei. Ja, also wenn dann, also 1, 2 Stunden wird das jetzt hier auf jeden Fall dauern, um das Ganze mal ein bisschen auszuprobieren. Ansonsten, ihr kriegt da die Meldung. Ich danke noch mal für die Hosts, für die Follows, für die Resubs. Für die Subs. Du hast einen Hut auf. Du hast einen anderen Hut auf. Warum hast du einen Hut auf? Du hast auch einen Hut auf. Vorhin hast du irgendein osterinselmäßiges Götzenbild auf dem Schädel. Den Screenshot Also, schicke ich dir noch, ich habe ihn gemacht. ich hoste euch auch noch weiter. Ria, du streamst heute nicht, oder? Ria? Hier ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Ja. Aber sie streamt auch gerade nicht, oder? Nein. Ist jetzt zumindest bei mir nicht in der Liste online. Wenn sie einen scheiß Tag gehabt hat, wird sie wahrscheinlich schon. Ah ja. Wie gesagt, wir sehen uns. Schaut einfach rein. Wenn morgen Stream gibt es morgen City Skylines. Am Donnerstag gibt es wieder War Thunder. Und Freitag, Samstag, Sonntag müssen wir mal gucken, wie Lust, Laune, Zeit und ich habe auch noch Handball zusammenpasst. Bis dann. Tschüss, tschüss. Und danke, wenn sein nochmal. Kein Problem. Tschüss. Für Sie.